Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured But Whole. Wir sind an der exakt gleichen Stelle, wo das letzte Video aufgehört hat. Allerdings haben wir inzwischen uns mal dieser Raisins-Geschichte angenommen. Wir haben diese Nebenmissionen da quasi erledigt, indem wir noch ein paar von denen besiegt haben. Beziehungsweise sie sollte abgeschlossen werden können inzwischen. Weil wir ja A, die Raisins besiegt haben, so viele wie wir haben besiegen sollen, nämlich 10 Stück. Ah, wir müssen gar nicht mehr zu dem hin. Das heißt, die Mission ist jetzt abgeschlossen. Ah ja, okay. Was machen wir denn dann als nächstes? Können mal zur Polizeiwache gehen. Gehen wir mal zur Polizeiwache, ja. Wo ist die denn? Das sollten wir natürlich wissen, wo die ist, bevor wir da hingehen. Sehe ich jetzt gerade nirgends, ehrlich gesagt, oder bin ich blind? Ich sehe die auch Wir nicht. können aber alternativ auch noch. Jetzt guck doch einfach mal erstmal. Wo soll die denn sein? Ist das die da? Ja. Aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir Ja. doch nicht hin. Aber warum haben wir die, wenn wir da nicht hin können? Deswegen ist sie vielleicht auch noch gelb markiert und nicht mit einem grünen Wieso Pfeil. machen wir das hier zuerst? Zum Schulpsychologen. Gehen wir Oh mein zum Gott, ich habe mir Schulpsychologen. total flüssige Gummistiefel gekauft, weil ich immer so Psychologen. kalte Füße habe. Wozu haben wir überhaupt Füße? Wahrscheinlich nochmal gegen die kämpfen. Oder Nee, wieder oder? weglaufen. Ja, laufen Na, wir weg. Freaks Das wie die Ding habt ist ihr ja gefunden. erledigt. Das ja schon machen. Das wäre jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, Sanders, Sie haben 5 Sekunden. die nochmal zu bekämpfen. Wir haben das ja im Prinzip erledigt. Ja. Wir können auch mal zu DBs Haus, weil von ihr haben wir irgendwie eine Nachricht bekommen. Kommen wir da Ja, irgendwie hin? Oh mein die Gott, Fieslinge fertig zu machen, hat die sowas wie wollte sich mit uns ums Outfit Antibodenschutz. kümmern. Wo ist denn das? Willst du ein Geheimnis wissen, Schnucki? Lieber nicht. Mit dem Menschen, da haben wir ein Selfie gemacht gehabt, ne? Oder? Ich bin der Schnellste in der Stadt. Muss denn nicht schon hier, weil dann können wir nämlich kurz zum BB gehen. Läuft gut, Wunderarsch. Wunderarsch. Was soll denn Wunderarsch heißen, bitte? Bis denne. Bis denn, ja. Er stottert mir leider ein bisschen zu wenig. Ich speichere mal kurz. Okay, wir speichern kurz. Bevor wir da jetzt reingehen. So, die haben wir ja alle. Mit dem hatten wir noch kein Selfie. Die Der Schule wollte ist aus. auch Was nicht mehr. machst du noch hier? Wieso fragt er, dass die anderen Kinder nicht, die da noch sitzen? Gute Frage. Jim, da waren wir. Counselor. Also das wollen wir jetzt mal machen, oder? Das ist eine neue Mission. Hallo. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Immer Oh, noch. gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Ja, machen wir natürlich erstmal nicht. Ja, wir drehen ein bisschen seinen Stuhl hin und her. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen. Okay, du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Im Prinzip haben wir Ja, eigentlich Zeit, schon. aber je eher, desto besser. Ja, die Musik fetzt. Du bist ein Mädchen? Okay. Wir alle hatten den Eindruck, dass. Einen ganz kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen, okay? Das dauert nicht lange.
Oh je. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Mr. Mackey. Hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro. Das ist aber auch nicht seine Stimme aus der Serie, ne? Oder haben Sie erzählt, nee. Dass sie ein Mädchen ist? Oh, das wussten Sie. Okay. Okay. Naja, nein, natürlich ist das okay. Es ist nur, ich glaube, dass alle dachten, dass er ein Junge wäre. Nein, dass sie ein Junge wäre. Okay, also, als sie der König bei Stab der Wahrheit war, da war sie in Wirklichkeit ein Mädchen. Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay. Wiederhören, okay. 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 Das ist ja mal eine Überraschung. Vielleicht sollten wir mal etwas genauer klären, was du meinst mit Mädchen. Noch also genauer. Jemand wie deine Klassenkameradin Bibi, sie würde man als Cis-Mädchen bezeichnen, weil sie als Mädchen geboren wurde. Es gibt aber auch Menschen, die sich als etwas anderes fühlen, als das, als was sie geboren wurden. Okay. Und diese Leute nennen wir Transgender. Und dann fühlst du dich als Cis-Gender oder Transgender. Also, ist ein Mädchen. Im ersten Teil war es allerdings kein Mädchen, oder? Oder warst du da, war da auch ein Mädchen? Lass dir Zeit. Okay. Ah, okay, also okay, das. Ich dachte, dass. Ich wusste nicht, dass du gerade. Einen ganz kleinen Moment mal. Ich rufe deine Eltern an. Hallo, hier nochmal Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi. Ja, ich weiß, dass sie ein Mädchen ist, aber sie hat mir gesagt, dass sie ein Transmädchen ist. Ja. Also nein, es spielt keine Rolle, natürlich nicht. Es ist nur. Nein, Sie haben recht. Ja, natürlich, es passt zum Stab der Wahrheit. Ja, na klar. Definitiv die ganze Zeit ein Mädchen. Ja, schon klar. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, wiederhören. Okay. Ich schätze, er wird sie mindestens noch einmal anrufen. Ah, jetzt haben wir endlich ein Geschlecht. Vielleicht werden wir jetzt auch mal von der Umwelt so akzeptiert. Es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. Ah, das war's. Ich mach gern Überstunden für Problemkinder wie dich, okay? Ja. Supi. Oh, hallo Neue. Hallo Neue, jetzt sagt er Neue und nicht mehr Neue, ja. Meinst du, die anderen sehen uns jetzt auch als Mädchen? Das würde mich mal interessieren. Jetzt schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Cartman ganz überrascht ist. Da war aber ein Spind zu öffnen, ne? Ja, der war gesperrt. Doch gesperrt, okay. Habe ich nicht gesehen. So. Ich bin jetzt gerade zeitlich ein kleines. Das ist doch ein Transgender-Mädchen. Das sieht man sofort. Das mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Das Ding. Weißt du, wie dann so reagiert, wenn wir ein Cis-Mädchen werden? Also ein ich hab keine Ahnung. Weiblichen Körper geborenes Mädchen? Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Bereit, Feinde, in Machgeschwindigkeit fertig zum Machen. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen, lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Ach, Hillbillies. Sehr schön. Boah. Krieg ich jetzt wieder Krankengeld? Halleluja. Was war das denn? War das Wespen? Moskitos, ah. Natürlich waren es Moskitos. Das ist doch scheiße! Die sind aber ganz schön stark, die Leutchen. Immer kriegen sie die neuen ab. Wenn ein Junge werden sie nicht sauer. Ich bin wie der Bursch in der Bibel! Also Junge im wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten nach. Wenn sie im weiblichen Körper gewesen wäre, dann wären sie auch nicht sauer. Ne? Ja, dann wäre ja alles normal. Ne? So in Anführungsstrichen normal. Hm.
Ja, es gibt keine Zerbräunungsstreifen. Hä? Was haben wir? Möchtest du lernen, wie man Verbrauchsgegenstände findet? Das Publikum wird toben. Oh, da brennt ja sogar schon jemand. Ist ja brandgefährlich hier, die Situation. Oh, er hat Kuhncakes gegessen. Hast du das gesehen? Ja. Oh, Anfängerglück. Cool and Friends für immer. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Ja, ausprobieren. Ich nuckel an dir, das nuckelt für dich. Nuckel an dir, das nuckelt für dich. Hä? Ich hab drei meiner 10. Oh, der ist gegen das Auto hat das Zusatzschaden verursacht, oder? Halt die andere Arschbacke. Der müsste. Der hat nicht mehr viel, oder? Der müsste demnächst auch. Glückwunsch, super Freunde. Ah ja, erledigt. Ja. Alter, warum? Was hat er es geworfen? Kaffeebecher? Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Ich bin so wütend. Bin so wütend. Ihr habt verloren. Jetzt rieche ich voll nach Ozon. Widerlich. Dafür haben wir jetzt das Arschpack. Das ist natürlich cool. Aha. Das hätten wir nicht bekommen wahrscheinlich, wenn wir nicht gegen die gekämpft hätten. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wann sollen wir denn das Video beenden? Das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Ihm ein Taco kaufen. Dann beenden wir es jetzt. Okay. Ganz guter Moment. Bevor wir einen Taco holen, beenden wir das Video und den holen wir dann im nächsten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.